Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge StarCraft 2. Ja, setzen jetzt die Kampagne fort, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und wir müssen jetzt wieder einige Gespräche, wir wollen wieder einige Gespräche führen. Auch sehr nice. Aber als erstes befinden wir uns erstmal im Ladescreen, weil ich hier die Sachen am liebsten anmoderiere, weil es einfach am besten geht. Natürlich kann ich nicht damit rechnen, dass der Ladescreen in 30 Minuten dauert. Hust, hust. Kommt nicht nochmal vor. Jedenfalls nicht für die nächsten Folgen. So, jetzt wären wir da. Ich glaube, wir müssen noch Gespräche führen, oder? Oh, nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen eigentlich nur noch zur nächsten Mission. So war das also. Die Nerazim von Nice. Shakuras trennen ihre Verbindung zur Kana im Rahmen eines feierlichen Rituals. Sie sind daher die letzten freien Protoss. Ich muss sie erreichen, bevor Amons Armeen sich ihnen zuwenden. Das wäre schlimm, aber jetzt erreichen wir die mal. Das ist ganz nett. Das ist wirklich ganz nett. Also für die Verteidigung der Basis dann. Ey, das Schiff sieht so episch aus, ne? Hierarch, Shakuras wurde überrannt. Die Verluste sind beträchtlich. Wartet, ich empfange eine Übertragung. Gelobt sei Nekata. Artanis, ihr lebt. Matriarchin Vorazum, was ist hier geschehen? Shakuras ist gefallen. Das Warp-Tor, das diese Welt mit Ajur verbindet, wurde wieder geöffnet. Unzählige Hybriden und Zerg strömen heraus. Unsere Städte liegen in Trümmern. Die Schattenwache wurde dezimiert. Wir versuchen, die Bevölkerung zu retten. Doch ich weiß nicht, ob wir dem Ansturm lange genug standhalten, um alle in Sicherheit zu bringen. Wir werden euch genug Zeit verschaffen, Matriarchen. Ich schicke meine Templer. Und da ihr die Templer schickt, schickt auch mich. Was dafür sorgt, dass wir siegen werden. Hust, hust. Das ist sehr konfident. Die Heimatwelt der Nerazim. Ein in Dunkelheit gehüllter Planet. Wie passend. Wunderschön, nicht wahr? In der Tat. Ich konnte mir nicht erträumen, dass die Erstgeborenen jemals einen Fuß darauf setzen würden. Als Ajur an die Zerg fiel, flohen wir als Flüchtlinge auf diese Welt. Die dunklen Templer empfingen uns, als wären wir ihresgleichen. Genau hier standen wir zum ersten Mal vereint dem Schwarm gegenüber. Ich wünschte, ich hätte an eurer Seite gestanden und am Ruhm teilhaben können. Ich ebenso. Ich versuche, größere Gruppen zu identifizieren, die in Sicherheit gebracht werden müssen. Die Zerg-Signaturen sind den Protoss zahlenmäßig weit überlegen. Aber die meisten Überlebenden haben sich wohl in Telematros versammelt. Ihr müsstet doch unter den zurückgebliebenen Nerazim Phasenschmiede kennen. Ich registriere in den Ingenieurswerken keine Protoss-Signaturen, Hierarch. Dann hat sie ihr Schicksal ereilt. Oder sie haben sich durch die feindlichen Linien gekämpft und sind in Sicherheit. Die dunklen Templer richten sich nicht nach unserem Kastensystem. Einige ihrer Phasenschmiede sind ausgebildete Krieger, so fähig wie jeder der unseren. Dessen war ich mir nicht bewusst. Das verschafft ihnen einen gewissen Vorteil. Unsere Völker sind wirklich sehr unterschiedlich. Ich fürchte, ihr habt recht, Hierarch. Naja. Die dunklen Templer machen sie intelligenter. Jetzt so. Weil sie einfach genau dadurch eben nicht immer darauf angewiesen sind, auf bestimmte Leute. All die Zeit über war diese erbärmliche kleine Welt in Reichweite unserer Flotten. Seit eurer Ära hat sich vieles geändert, Bewahrerin. Zuerst verkehrt ihr mit diesen Terranern und nun mit den dunklen Templern? Das ist Ketzerei. Davor dürft ihr nicht die Augen verschließen. Die dunklen Templer sind jetzt unsere Verbündeten. Es gab eine Zeit, als große Zwietracht unter den Protoss herrschte. Während der Ära des Zwists bekriegten wir uns gegenseitig voller Hass. Doch wir fanden einen Weg, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten und unser Volk zu vereinen. Die Kala. Die dunklen Templer verweigerten sich jedoch ihrem Licht. Sie leugneten ihr eigenes Volk. Wie könnt ihr für sie kämpfen? Ihr habt geschworen, unsere Geschichte zu bewahren, Ohana.
doch er scheint nicht zu erkennen, welchen Lauf sie nimmt. Ich spüre, dass ich euch verletzt habe, Hierarch. Bitte verzeiht mir. Ich muss zugeben, dass ich Schwierigkeiten habe, mich an diese Zeit zu gewöhnen. Gefällt mir immer noch nicht. Meine dunklen Templer verfolgten den Angriff auf Ayur, als die Verbindung unterbrochen wurde. Dann öffnete sich das Warp-Tor. Was ist vorgefallen, Atanis? Amon nutzte die Kala, um die Templer unter seine Kontrolle zu bringen. Ich fühlte, wie seine Wut mich erfüllte. Doch ich war machtlos dagegen. Zeratul fand mich. Er erkannte, was passiert war. Und... Ja? Es gelang ihm, mich zu befreien. Doch er bezahlte dafür mit dem Leben. Er fiel durch meine Hand. Es war Amons Werk, nicht das eure. Zeratul versuchte mich zu warnen, doch ich hörte nicht auf ihn. Er starb durch mein Verschulden. Und sein Tod mindert der Sterneglanz. Egal, ob Amon den Streich führte oder nicht, die Bürde, die ich trage, wiegt schwer, Matriarchin. Da hat er recht. Aber genug von Sentimentalität. Die Kriegsrat, Rohana, die kann uns mal. So, wir müssen jetzt den dunklen Templern helfen. Die Zerg drohen Talematros zu überrennen. Die Evakuierung ist stark gefährdet. Wir brauchen dringend eure Hilfe, Hierarch. Achso, das war's schon mit den Sachen. Oh, okay. Bonus. Oh, man kriegt sogar relativ viel Solarie. Das gefällt mir, die will ich mitnehmen. So viel wie möglich. Wir brauchen es auch. Das ist ein epischer Ladescreen. Naja, es ist gut mal wieder, dieses Spiel zu spielen. Ich liebe diese Kampagnen einfach. Und ich spiele diese Kampagnen schon ziemlich lange. Und wenn ich nicht aufnehmen würde, hätte ich das Spiel schon durch. Ja, aufnehmen macht es ein bisschen komplizierter. Weil ich mich auch ein bisschen, weil ich sehr viel kommentieren muss. Aber auch sagen will, ich möchte nicht einfach stumm einfach dieses Spiel spielen, sondern ich will ja reden. Darüber kommentieren. Und das ist ein bisschen anstrengend manchmal. Ja, aber genug davon, wir gehen direkt rein ins Game. Amons Zergboten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Talematros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchen. Das schwöre ich. Ja. Aber man kann leider nicht alle retten. Zaku. In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Oh, ich glaube, wir müssen noch einige Sachen hier bauen. Aber als erstes erstmal die Berserker, die wir hier haben. Genug meditiert. Na doch, immer noch Berserker, ne? Ja, super. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Och Gottchen, was ist das denn? Arthanis, ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Einen leeren Moloch. Bei den Göttern, er greift die Warp-Verbindung an. Krieger, wir müssen ihn töten, bevor er die Verbindung zerstört. In den Kampf, Templer! Leider haben wir davon nicht ganz so viele. Ist das das Bonusziel? Ah, die Waffenbindung darf nicht zerstört werden. Deswegen müssen wir gleich angreifen. Versuchen wir mal unser Bestes hierbei. Oh, die dunklen Templer helfen da wirklich.
Der Moloch wurde vernichtet. Doch all das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangers nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Ja. That's true. So, nochmal 5. Das muss ich erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Zakul Inok. Ich bin die Klinge der Nerazim. Ich fühle Angst ist eine Illusion. So, wunderbar. Nehmen wir jetzt mal die Dinge mit Templer. Clever. Ihr erbittet unsere Dienste. Und holen wir dann ein bisschen... In diesen Speichern befinden sich die Solaritrisaren, die Talematros mit Energie versorgen. Nehmt sie, Hierarch. Ihr habt unseren Segen. Ich bin die Klinge der Nerazim. Alles klar. Khatun. So, die nächsten Einheiten kommen dahin. Läuft ja. So, direkt ran. Nicht rumfaulenzen. Wir brauchen dich. Mich. Wir müssen dann die Leute hier retten. Und das ist nicht ganz einfach. So, die nächsten 3 Einheiten kommen. Nett. 2 weitere brauche ich noch. Den brauche ich zum Beispiel noch. Lass ich hier erstmal weiterarbeiten. Du auch. Ich werde das hier auf 17 halten. So, die restlichen 3 arbeiten da. Die letzten 2 sind hier zum Aufbau da. Ein sehr langsamer Aufbau. Das weiß ich selbst. Aber ich würde auch sagen, nicht der schlechteste Aufbau. Ich komme aus dem Spingas. Dass man halt so eine kleine Mischung hat aus Sachen, die man gebrauchen kann. So, ich war, also es ist wie gesagt ein sehr, sehr langsamer Aufbau und auf jeden Fall keine gute Strategie im PvP. Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Indem man zum Beispiel so eine Phasenkanone hier hinballert. Da arbeite ich lieber noch. Ich bin hier in den Schatten. So, noch ein Pylon. Ich bin die Stimme der Finsternis. Wir brauchen da so ein paar. Erstmal unsere ganze Armee hier vergrößern und unser Einflussbereich. Jetzt haben wir auch das hier. Ja, Vespingas, Ventschmingas, sag ich da immer. Und hier baue ich dann unsere Verteidigungsanlagen auf. Besser gesagt sogar eher hier. Ein paar Kristalle werden da überall noch stehen. Jetzt kommen wir halt euch mal. Easy going, ey. Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Ja, ach du Scheiße, dann müssen wir wohl mal angreifen, ne? Hoffentlich, wir kriegen alles weg. Im Namen der Rache. Vorsicht, die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten.
Der Moloch wurde vernichtet. Lassen uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangars zu säubern. Ja, sollte ich wirklich. Aber wir brauchen mal hier von allen. Wir brauchen hiervon noch einen. Der erste Starthangar wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. Hiervon noch einen. Wir brauchen eine Roboterfabrik. Brauchen wir safe. Das kommt auch auf den Speicherplatz. Und sonst kommen wir hier noch zu einer Schildbatterie. Und hier bauen wir dann erstmal unsere kleine Verteidigungsphase auf, wo am besten keiner durchkommen soll. Dann stellen wir den erstmal beiseite. Die Verteidigung ist extrem teuer, aber wenn sie erstmal steht, ist sie ziemlich stark. So, die vier Kanonen sollen sehr solide sein. Noch einmal kommen hier vier hin und dann mal schauen. Das ist das, worauf es ankommt. Natürlich wird das nicht perfekt gemirrt, weil es sonst sinnlos wäre. Und ja, erstmal hiervon noch einen heran. Oder zwei kann ich davon. Drei kann ich davon nehmen. Nice. Nutze ich einfach immer. So, Next Kanone bereit und so weiter und so fort. Das ist doch solide. Und hier noch eine hin. Und die Roboterfabrik, auch ganz wichtig, dass man davon ein paar hat für die wirklichen Schaden. Natürlich macht die Menge das auch, aber. Ne? Basis wird angegriffen. Ja, meine ich doch. So viel Schaden macht das einfach nicht. Das stört. Ja, nerv nicht. Ich bin mal wieder ein bisschen langsam unterwegs. Hatet mich doch. Aber diese Langsamkeit besteht einfach nur daran, dass ich meine Base halt als erstes komplett verteidigen will. Und das gar nicht mal so blöd ist, dass man das haben will. So schnell kommt hier erstmal nichts mehr durch. Mhm. Upgrade durchgeführt. Easy. Und ich brauche jetzt auch erstmal nicht mehr. Erstmal hier verbessern. Und dann baue ich hier wieder eine nächste Armee auf. Wo zum Beispiel einer hier raus besteht. Und ihr zwei, bevor ihr nichts tut, arbeitet da lieber mal. Ein weiterer leeren Moloch ist aufgetaucht. Ihr wisst, was getan werden muss. Heraku. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Faszinierend. Was ist euer Wunsch? Halt ist die Lehre. Ihr seid, ich bin das Herr. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin die Halt ist die Lehre. Was ist euer Wunsch? So, Lieder, wie viele Leben hat das Warp-Tor? Noch genug. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Das ist doch solide.
Schade, fehlt wieder. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar mehr Hetzer. Würde ich mal meinen. Wir haben einen zweiten Starthangar gesichert. Dann zerstören wir jetzt das Nest hier erstmal. Die Hälfte der Hangars stehen für die Evakuierung bereit. Während die sich da aufbauen, baue ich hier meine kleine Armee hier noch auf. Ernsthaft? Die sollten da nicht durchkommen. Ehrlich doch. Durchgeführt. Wie ihr befehlt, ihr seid auf mich angewiesen. Sehr weise. Wir bleiben im Verborgenen. Mhm. Was ist euer Und damit hätten wir auch zum Teil hier alles bekommen, was wir Ganz wollten. Wie ihr wünscht. Ich bin es. Der Kampf ist Ruhm wird unser ja. sein. Wir brauchen jetzt vor allen Dingen Hetzer. Die kleinen Mistviecher. Ich bin hier. Weil man einfach immer mal so ein bisschen Range braucht. Ich bin hier. Ihr seid aber auch lame. Was ist euer Begehr? Nehmen wir das hier nochmal mit. Nun gut. Wo sind die ganzen Cyber-Kinetic-Labore eigentlich, mal so als Frage? Wir bleiben im Verborgenen. Dann gehen wir mal da oben hin. Berge die Solarit-Reserven, aber wo sind die? Bis jetzt habe ich fast die ganze Map abgelaufen. Ihr seid auf mich angewiesen. Ah, das ist einer, ne? Ich bin das Herz der Finsternis. Kalt ist die So ein paar hiervon noch. Eins, zwei. Und dann brauche ich hier mal wieder einen, der dann hier wieder ein paar Pylonen überall hinbaut. Und anscheinend brauchen wir davon einige. So, Pylon 1, Pylon 2. Pylon 3. Was ist euer Begehr? So. Next Step. Nun gut. Sehr weise. So, wieder nächster Pylon. Davon brauchen wir einige. Nächster Pylon. Amon schickt einen weiteren leeren Moloch. Ach, tötet Kacke. Ihn, bevor er die Verbindung zerstört. Frage ist, jage ich alles hier drauf? So, die bauen sich da wieder auf. Sehr super. So. Der nächste ist. Hier. Wunderbar. Mit den Schatten. Im Namen der Rache.
Wie viel Zeit habe ich noch? Ein bisschen. Irgendwann ist das hier auch vorbei. Da stauchen die sich durch, meine kleinen Armeen. Wir sind eins mit den Schatten. Was ist euer Begehr? Na. Ein weiterer Moloch wurde besiegt. Wie viele solcher Monstrositäten will uns Amon noch? Oh, immer falsche Taste gedrückt. Upsala. Ja, wenn man die falsche Taste drückt, passiert auch nichts. Also wie gesagt, meine Strategie ist jetzt erstmal wieder ein paar Einheiten zu bauen und dann wieder alles Platz zu machen. Ich bin hier in den Schatten. Ja. Wir sind eins. Wir wollen natürlich erstmal das Forschungslabor finden. Was uns noch mehr die letzten Solarit-Kristallen auch noch gibt. Heraku. Faszinierend. Ganz wie ich bin. Mal schauen, was gibt's denn hier so schön? Das sind ein paar Kristalle, die hier rumliegen. Der Feind rückt näher. Ich bin die Stimme der. So, die ganze Verseuchung hier auch ein bisschen. Ne? Und hier ist der letzte Solarit-Kristall, das gefällt mir wirklich sehr. Auch wieder komisch, wo der alles überversteckt ist, ne? Nicht so nett. Die letzten Solarit-Reserven werden gerade geborgen. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Hirach. Modifiziert? Warum modifiziert? Ich komme aus den Schatten. Ich komme aus den Schatten. Ihr seid auf mich angewiesen. So, alle hin. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir machen ja alles platt. Ja, das ist ja eigentlich sehr solide, was wir denn schon erreicht haben. Und so toll ist das gar nicht, ne? Orbitalschlag 50. Was ist euer Beginn? Macht hier alles platt, meine kleine Armeen. Oh, da ist eine Drohne bei. Was denn die Sonne nicht hier? Ja, selbst der fehlt nicht. Den habe ich einfach gekonnt ignoriert in der Zeit. Das ist eine nette Fähigkeit mit dem Schild bekommen. Und wir befreien Stück für Stück dieses Land. Ja, von den Tyrannen. Besser gesagt, andersrum. Wir retten die Leute, die hier leben. Von den Leuten, die jetzt hier angreifen müssen. Aber. Oh, wie süß. Eine Zergeinheit. Mal schauen, wie lange die braucht, bis zu meiner Verteidigung. Nun gut. Im Namen der Rache. Faszinierend. Artanis, ich habe einen neuen leeren Moloch entdeckt. Ah, wir kommen doch schon. Direkt im Zentrum der Stadt. Unser Armee kommt doch schon. So ein bisschen Schaden kriegt er doch schon raus. Ist ja nicht so, dass ich gar keine Armee habe. Im Namen der Rache. Sehr weise. Was ist das? So, alle Verseuchung. Wäre schön, wenn es dafür auch einen Erfolg geben würde, aber gibt es leider nicht. Kalt ist die Leere. Ihr seid auf mich angewiesen. Ja, wir haben es ja mit der Zeit. Erstmal was draufballern. Ich bin die Stimme der Finsternis. Was ist ja, Leute, easy, alles easy. Kalt ist die Leere. Und alles drauf. Wir sind eins mit den Schatten. Ich bin die Stimme der. Ich bin das Herz der Finsternis. Was ist euer Begriff? Ja. Wir sind eins mit den Schatten. Kalt gibt die
Und er macht sogar Schaden. Gut, dass der nicht so lange durchhält, ne? Ihr habt tapfer gekämpft, meine Krieger. Die Templer nehmen es jederzeit mit den Kreaturen Amons auf. Boah. Ist das wirklich so? Aber Amons Kreaturen sind auch die Protoss, ne? Mittlerweile. Ich bin das Herz der Finsternis. Auf wen kann man sich verlassen? Terraner gibt es, die böse sind. Überall, in jedem Volk gibt es Leute, die böse sind. Und Amon dienen. Das müssen wir verhindern. Oder wir müssen sie aufhalten. Wurde fertiggestellt. Oh, das ist ja schön. Und wir sind durch. Nice. Alle Starthangars sind wieder unter unserer Kontrolle. Matriarchen, ihr könnt nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Atanas. Das werden wir euch nie vergessen. Na scheiße, das hätten wir auch hingekriegt, hätten wir nicht so rumgetrödelt. Na egal, schadet ja nicht. Wir klicken trotzdem auf Fortpflanzen. Schön viel Solarit haben wir bekommen, das gefällt mir auch. Und eine neue Einheit, super. Naja, ich dachte jetzt schon, kommt schon die Cutscene, aber erstmal Ladeziehen. Komplett vergessen. Jetzt ist Cutscene. Trotz dieser Tragödie freue ich mich, euch zu sehen, Hierarch. Ich hatte gehofft, ihr würdet bei unserer nächsten Begegnung die Rückeroberung Ayurs verkünden. Ich ebenso. Stattdessen haben wir die Templer verloren. Dann steht es schlimmer, als ich dachte. Wir müssen verhindern, dass Shakuras dieses Schicksal teilt. Dafür ist es zu spät. Amons Zerg strömen aus dem Warp Tor wie eine Flut aus Fleisch und Knauen. Talematros wurde bereits überrannt. Und nun nähern sie sich den Schreinen von Lizul. Diese Welt ist verloren. Der Feind ist zu mächtig. Shakuras muss zerstört werden. Shakuras zerstören? Das werde ich nicht zulassen. Zulassen? Shakuras war die Heimat meines Volkes, lange bevor wir dem euren hier Zuflucht gewährten. Dieser Planet wird niemals Heim für Amons Schergen sein. Welten mögen untergehen, doch wir müssen standhaft bleiben. Shakuras und Ayur. Welch ein Verlust. Wir sind ein Volk von Vertriebenen. Unsere wahre Heimat war seit jeher Ayur. Lasst sie uns gemeinsam befreien. Nashagal prägte diese Welt. Nur ihrer Tochter gebührt diese Entscheidung. Lasst uns mit den Vorbereitungen beginnen. Hierarch, es ist mir gelungen, ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt den Solarkern einen Blick darauf werfen. Solide. Das heißt, wir müssen jetzt... Krass, eine Entscheidung, Planeten zu sprengen. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. So ein schöner Planet. Den einfach alles wegwerfen wegen Amon. Ja, ich werde jetzt ehrlich vorgeschlagen, dass man das Warp so zerstört, aber hey, ne? Und dann die Einheiten siegt, die drauf sind. Können doch nicht unendlich kommen. Seit unserem letzten gemeinsamen Kampf habt ihr euch zu einem mächtigen Krieger entwickelt, Atanas. Sogar diese dunklen Templer verehren euch wie Adun. Wenn Tassadar nur sehen könnte, was aus euch geworden ist. Ich denke oft an ihn. Darüber, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn er noch immer unser Anführer wäre. Ihr seid nun Hierarch. Eure Zweifel ehren weder euch noch ihn. Und doch... Bleiben Sie bestehen. Tassadars Schatten schwebt über allem, was ich tue. Ihr müsst euch davon lösen, alter Freund. Keiner von uns kann wahrhaft wachsen, wenn er niemals aus den Schatten seines Mentors heraustritt. Das war. Einfach wahr. Was habt ihr über den Schlüsselstein in Erfahrung gebracht, Phasenschmied? Nur, dass mein Wissen für eine vollständige Analyse möglicherweise nicht ausreichen wird. Erklärt euch. Stellt euch vor, die Terraner würden eine unserer Fabrikationsmatrizen untersuchen. Könnten die Wissenschaftler ihre Funktionsweise je verstehen? Die vor mir liegende Aufgabe ist ähnlich schwierig. Das Wesen der Xel'Naga geht über unser Verständnis hinaus. Führt eure Arbeit fort, Karax. Ich habe Vertrauen in eure Fähigkeiten. Was war das denn für ein Leck?
Nice. 55 Solarit, das gefällt mir wirklich. Oh, wir haben eine neue Spur. Passive Fähigkeit, das ist ziemlich geil. Das ist auch krass. Das ist auch krass, aber das ist alles so gut. Ich würde gerne mehr davon haben. Mal schauen. Als erstes werde ich das hier oben nehmen. Weil es einfach effektiver ist. Das hier brauche ich nicht, da finde ich das effektiver. Und dann würde ich das hier oben gehen, das ist auch nicht so schlimm. Das oben wirkt, glaube ich, aber einfach stärker. Mal schauen, wie ich das sonst noch so machen werde. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ja, 5 unverteiltes, who cares. Auf jeden Fall eine gute Mischung, würde ich mal meinen. Auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Ich heiße euch willkommen, ja. Danke. Einheiten stehen jetzt zum Einsatz bereit. Nice. Oder die Vergelter. Rache für Ayur. Sterben die denn also nie oder was? Alle 60 Sekunden. Ich würde erstmal die dunklen Templer noch nehmen, anstatt unsere. Das ist auch ganz nett. Werde ich auch später nutzen. Aber mit Zahn ist halt so ein bisschen das Flächenschaden das Problem und nicht der Einzelschaden. Damit hätten wir das auch abgehakt. Wir haben Kontakt zu den Evakuierungsschiffen. Sie sind vollzählig und werden von der Speer des Adun eskortiert. Ja, nice. Und dann nur noch ein Gespräch führen. Ihr wart eine der wenigen Templer, die nie den Glauben daran verloren, dass unsere beiden Völker zusammenleben könnten. Ich habe euch stets dafür bewundert. Es ist seltsam, euch so reden zu hören. All die Zeit über glaubte ich, dass ihr der von mir angestrebten Vereinigung unserer beiden Völker skeptisch gegenübersteht. Wir beide hatten unsere Differenzen im Zirkel des Zwielichts. Jeden Tag musste ich aufs Neue mit ansehen, wie mein Volk seine eigene Identität verlor. Ich sah, wie unsere heiligen Traditionen mehr und mehr verloren gingen. Ihr wolltet sie bewahren? Ich gehöre zu den Nerazim, den dunklen Templern. Und es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieses Volkes zu sein. Doch ihr seid auch eine Protoss. Diese Bande sind wichtiger. Doch das war nicht die Auffassung der Konklave, als man uns vor langer Zeit ins Exil zwang. Euresgleichen hatte stets Ayur. Uns blieb nur unser Zusammenhalt. Na, that's true. Aber man kann ja schlecht Athanas vorwerfen, was vor 1000 Jahren passiert ist. Also ich meine, da war er noch gar nicht da. Glaube ich. Aber hey, ne? Das war's auch erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder oder bei meiner Projekte. Bis dahin. Ciao, ciao und haut rein.